Hallo, herzlich willkommen, wir sind wieder Project Sibling, heute mit einer neuen Reaktion auf Zettel Talk. Genau, das ist auf Wunsch einer Zuschauerin von uns, also Zettel Girl. Wenn du jetzt zuschaust, nur wegen dir. Genau. Ja, das neueste Video heißt die neuesten TikTok Newcomer. Und ich würde mal sagen, wir starten. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einem neuen Video. Ich würde sagen, erstmal eine Runde ausrasten. Yo, was geht ab? Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Lasst erstmal fett einen Daumen hoch. Ey, klar, gerne. Super gerne. Ja. Anders gut drauf. Man könnte echt aber es war gut auf Gegenseitigkeit. Anders gut drauf. Ich weiß nicht warum, Leute. Irgendwie gerade. Ich bin echt zufrieden, so wie alles abläuft. Und ich habe bald Urlaub. Oder ich gehe bald in den Urlaub. Was heißt, ich habe bald Urlaub? Das hört sich an. Wir gehen auch bald in den Urlaub. Aber ja, wir gehen auch bald in den Urlaub. Wir müssen noch ein bisschen vordrehen. Ich mit der aktuellen Situation so. Mit Mats zusammen zu wohnen, das macht alles Bock, das macht Spaß, Leute. Mit dir zusammen zu wohnen, das macht einfach Bock, Leute. Das macht das Spaß. Ein Zimmer mit dir zu teilen, macht einfach Spaß. Ich liebe es. Ich liebe es. Wir hier ordentlich viele Videos am Start haben, liebe Freunde. Heute ist nämlich auch besonders, denn wir reagieren auf TikTok Newcomer. Wing good. Probier nicht auf deine über 10 Minuten zu kommen. Fang an. Und wir schauen uns einfach mal das erste an. Es ist Paulino. Der wurde mir ganz, ganz oft vorgeschlagen. Der soll anscheinend wirklich ein bisschen viral gehen auf TikTok. Okay. Also sollen sich echt viele für ihn interessieren. Wir beide sind gar nicht auf TikTok. Nee, wir sind echt gar nicht auf TikTok. Aber wir müssen uns sonst mal überlegen. Ja, wir müssen mal schauen, so, was man da so macht und so. Wie es funktioniert. Ich glaube, es ist was mit Musical.ly oder so. Wo du so Videos machst. Ja. So. Mal schauen. Wir schauen uns einfach mal, was er hier am Start hat. Kind im Spiegelkabinett. Oh! Oh, Bruder! Der Arme, der hat sich die Nase bestimmt. Der hat sich das Gesicht entstellt, Alter. Nein! Oh nein! Wir gucken uns das nochmal an. Kennt ihr das, wenn man so mitfühlt, wenn man den Schmerz auch fühlt? Ja. I think, sagt es. Und dieser Paulino, der erschreckt sich halt. Schauen wir uns das nächste an. Ich bin grad allein, ich kann nicht schlafen. Schreib mir vermisst dich, Eierte, warum sie perfekt ist, weil wenn sie den Fenster macht, sie den Beat laut und rap mit. Okay, Katarina, also Katharina, nur mit V. Ey, das Lied war voll schön. Das war eigentlich süß. Ja, fand ich auch. Oder kommt da noch was? Und da muss man sagen, liebe Freunde, relativ basic, ne? So kenne ich TikTok, das ist dieses. Ja. Ich sitze gerade da und bin da und mache eine Handbewegung und drehe meinen Kopf und dann geht die Kamera hoch. Und die meisten sind einfach so, aber ich persönlich bin halt voll Fan von sowas, wie wir gerade als erstes gesehen haben. So ein bisschen was, wo sowas dahinter steckt, wo so ein bisschen Idee dahinter steckt. Wo so ein bisschen Idee dahinter steckt, so gegen Spiegel zu laufen. Gucken wir uns mal das nächste an, was wir hier am Start haben. Es ist die X-Tiger X. Extra für die Leute auf der For You-Page, die Persisch nicht kennen oder es nicht verstehen. Ich mache es jetzt extra auf Deutsch, also das letzte Video, ne? Ich werde einfach das Ganze wieder auf Deutsch machen, weil. Ich weiß nicht, wie es sonst übersetzen soll. Okay, also sie hat wahrscheinlich ein Video auf Persisch gemacht und das kam halt gut an. Und viele Leute haben geschrieben, hey, wir verstehen nichts, weil wir sind Deutsch und wir können, ja, ich brauch es doch nicht erklären, oder? Auf jeden Fall macht sie das Video nochmal halt in Deutsch. Ist wahrscheinlich ein Comedy-Video, gehe ich mal von aus. Wir gucken es uns mal an. Alles klar. Weißt du, gerade sowas muss kommen. Jetzt genau bin ich echt gespannt. Oh das ist halt echt nicht geplant oder so. Nee, ja? Richtig. Immer so persisch. So. Das ist echt so, und dann denkst du, bitte nichts so, Peinliches, bitte ja, nichts so, Peinliches. So, warum verfolgt es dann so? Nicht nur, dass es schon im Blut von uns ist, ne? Ist so. Mach mal aus, wir gucken uns mal an. Denkt ihr, das ist lustig? Ja. Ja. Nein. Vielleicht. Ja, natürlich. Vielleicht auch nicht. Alter, die eine bei ja natürlich, Alter, das geht mir auch nicht aus dem Kopf. Er war mit seinem Getränk, Mann. Mach den zu, Stunde im Kühlschrank, ist schön, nicht zu kalt, aber so schön, diese perfekte, frische Kälte, Leute. Ah, ich, lecker. Okay, jetzt genug gelabert, weiter geht's. Typisch persische Väter. Papa, persische Väter. Einen Hund? Nein, Hunde sind dreckig und die kommen nicht ins Haus. Papa, kann ich raus? Als Baby. Oh, bist du mein kleines Baby. Oh, du Baby. Hunde sind dreckig.
ich und die kommen nicht ins Haus. Sei du mal leise, okay? Und ja, ich war, mein Hund ist eine Katze. Nein! Und ja, ich weiß, sagt sie am Ende, mein Hund ist eine Katze. Hä? Liebe Freunde, ich weiß nicht, ob das jetzt nur bei ausländischen Fehlern so ist, aber mein Vater war auch manchmal so, dass er sowas gesagt hat, so mäßig, nee, ich hasse Katzen oder ich will keinen Hund. Ist so. Ist so, unser Vater, der mag echt keine Hunde, der sagt echt, wirklich, der ja. sagt wirklich, der, die machen alles schmutzig, ne? Ja, und dann, aber dann sieht er sowas so, ja, das ist ja schon süß und so einen kleinen Hund. Und dann kommt ja. auf einmal, geht er rüber zu, ja, ich hätte auch gern so einen Wellensittich oder so. Ich so. Ja, stimmt, ja, das hat er auch mal gesagt. Oder so ein Papagei, der den Nachtklapp hat, oder keine Ahnung, irgendwie sowas. So, ja, so. Sein Ernst? Kannst du damit aufhören, Danny? Boah. Ciao. Das ist ein krasses Make-up, Alter. Boah. Das ist heftig. Wie viel Zeit muss man da rein investieren? Krass. Wie viel Zeit muss man da rein investieren? Aber liebe Freunde, bleibt dran. Ich hab gleich. Also, man muss halt schon sagen, das ist böse Kunst, finde ja, ich. Ja, vor allem muss man das können. Ne? Auch so diese Transistier-Schminke oder so, das ja. ist so krank einfach. Das ist echt krank, also. Das ist echt. Ich krieg nicht mal das normale Make-up hin. Das ist halt so Wimperntusche, so. Die ist echt so, und dann noch verschmieren. Sagt mal, was ihr dazu denkt. Könnt ihr euch so gut schminken, wenn ihr Nein. also überhaupt schminken könnt? Ich mach mal hier eine Abstimmung rein, wenn ich es nicht vergesse. Ich glaube, hier ist die Abstimmung. Okay, aber ihr wisst Bescheid, sag mal, macht mal bei der Abstimmung mit. Mach mal. Ja. Achso, nee, nicht gut. Ja, ich wollte schon sagen. Richtig schlecht. Schau einfach mal rein. Boah, Sandra, du bist immer am Essen. Ehrlich, willst du dich mal aufhören? Okay, ich bin Comedy-Schule, glaube ich. Das ist schon nicht zu. Muss ich ehrlich sein, liebe Freunde. Schau mal ein zweites Video von ihr an. So sehe ich aus, wenn ich einen hübschen Junge sehe. LOL! Bruder! Wie kriegt sie das hin? Wisst ihr, an was mich das erinnert? So. An dieses Musikvideo von Lion damals. Doppelkind hieß das. Es ist egal, was Leute sagen oder lästern. Denn mein Doppelkind sieht besser aus als der Rest, Mann. Ich lieb mein Doppelkind. Hey! Ey, ich kann das doch auswendig. Ey, was ist das für ein stabiler Doppelkind? Aber die. Okay. Was ist das für ein Song? Also ja. wirklich, es gibt zu allem einen Song, ne? Es gibt echt zu allem einen Song. Ohne Witz. Ich wundere mich jedes Mal, wenn ich RTL gucke, ne? Die finden so, immer den so. Passenden Song dazu. Ohne Witz hilft mir Jugendpleite und verzweifelt ist mein Leben. Das ist so hart. So, Janine hat keine andere Wahl. Aber sie muss einfach wieder an den Geldbeutel ihrer Mutter. Und dann kommt so die Beraterin so, nein, das sollte Janine nicht machen. Das ist nicht gut, denn das ist nicht fair gegenüber ihrer Mutter. Sie sollte das Geld wieder zurücklegen, Janine, so. Weißt du, die Leute kommen so rein, Janine. Das ist so hart, Alter. Diesen Humor muss man erstmal haben, dass man sich selbst so auf die Schippe nimmt. Das ist so. Doppelkill am Start. Das ist so. Oh, da ist die Tür, mysteriöse Straße aufgegangen. Wer kam da rein? Ey, Margo ist am Start. Ein Applaus. Boah, Alter. Besser für die Einschaltquoten, ja Mann! Noch einmal, komm! Eine Runde noch! Jetzt gibt's Stress. Ja, das ist gemacht, obwohl ich das ja, aber auf jeden Fall Ehre, wenn man sich selber so auf die Schippe nehmen kann. Finde ich gut. Finde ich auch gut. Über sich selber lachen. Ja, jetzt kommen wir noch mal zu einem meiner Lieblings-TikToks. Ich dachte gerne über Thaler. Es bin ich. Auch wenn sie nicht dabei ist. Spaß. Oh, jetzt kommt sein TikTok, Dani. Dein Name ist. Jasmin. Ich bin Chris. Achso. Leute, ist ein F. Haben wir schon schmunzelt, oder? BVB, Leute. Wir haben voll lang gebraucht. Sehr aktiv. Konzentriert dich dann hier, redet noch. Ganz geil. Und ich würde sagen, stimmt. Also Leute, das war die Reaktion von mit uns. Mit unserem kleinen Ventilator hier, falls ihr ihn hört. Der Computer. Also, was ist los mit dir? Ich weiß nicht, der hat immer mehr Macken. Egal, auf jeden Fall, das war... auf Wunsch einer Zuschauerin von uns. The Girl. Genau. So wird mich hier sagen, du sagst. Ja, wir hoffen natürlich, es hat euch gefallen. Lasst auf jeden Fall ein Abo da, ja. Liked das Video, teilt es. Folgt uns auf Instagram und Twitter, schaut genau. euch unsere anderen Videos an. Und einfach ja, wir ergänzen uns einfach. Perfekt. Wir ergänzen uns.
Wir kennst uns einfach. Daran sieht man einfach so viel Geschwister, liebe Sophie. Okay, okay. Oh, back to the business. Also Leute, back das to war's business. Jetzt. Stay calm. Also Leute, wir sehen uns. Einen schönen Tag. Ja. Ciao. Also schönen Tag. Grüße gehen raus an. Also ciao. Macht's gut, ciao.